Es weihnachtet sehr im Ramsteiner Stadtzentrum. Am Freitag, den 7. Dezember, startete auf dem Marktplatz rund um den Bruchkatzenbrunnen der 14. Zimt- und Waffelmarkt. Trotz Dauerregen fanden die Besucher den Weg zur Bühne vor dem Kongresscenter und da gab es auch einiges zu hören. Die Hofkader vom Karnevalsverein Bruchkatzen nämlich hatten etwas einzulösen. Doch was genau die Herren überhaupt präsentieren sollen, das liest uns Prinzessin Denise die Erste gerne noch einmal aus ihrer Proklamation vor. Was liegt näher, als dass unsere Hofkader auf der Bühne des Zimpenwaffelmarktes mit roter Zipfelmütze fröhliche Weihnachtslieder mit fröhlichen Gesichtern den Weihnachtsmarktbesuchern zu Gehör bringen? Hört, hört! Ein Garant für hervorragende Stimmung bei der Eröffnung, die von Bürgermeister Ralf Hechler, Werbering-Vorsitzende Burgel Stein, Marktleiter Joe Felker und Tante Lilly mit dem Ramsteiner Löwen eröffnet und sozusagen auf die Weihnachtszeit eingesungen wurde. Oh,
geschützt vor Wind und Regen hatten sich die Vereine und Firmen in ihren weihnachtlich dekorierten Holzbuden wieder mächtig ins Zeugs gelegt und boten den Besuchern viele tolle kulinarischen Leckereien, Getränke und Weihnachtsdekorationen an. Der wunderschön geschmückte Bruchkatzenbrunnen sorgte trotz des nasskalten Wetters für festliche Adventsstimmung und erstmals wurden auch auf dem Marktplatz die Bäume mit wechselndem Farbspiel beleuchtet. Am Stand der Bruchkatzen war jedenfalls immer beste Stimmung und die grünen Bruchkatzentassen füllten sich stets immer mit leckerem Glühwein. Die musikalische Atmosphäre sorgte am Freitagabend die Sängerin Eva May, begleitet von Stefan Schöner, auf dem Keyboard. Ja, ihr Lieben, das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu, aber die fünfte Jahreszeit wird schon bald wieder im Januar mit Vollgas weitergehen. Bis dahin euch allen eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Euer AZ, das digitale Alphabet.